Der Tobias von der Band und ich, wir haben uns hier getroffen. Und als der Tobias gesagt hat, jawohl, wir spielen hier, wusste ich noch gar nicht, worauf wir uns einlassen. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und er hat auch gesagt, okay, das machen wir. Jetzt wissen wir, worauf wir uns einlassen, oder? Okay. So, ich darf mal sagen, Moon Day 6, eigentlich sollten sie bekannt sein, denn die haben bei der letzten Rock-Pop, beim letzten Auszeichnung im Verband Rock-Pop abgeschnitten als bestes Rockalbum, bester Rockgesang, oh, der muss die Brille absehen, beste Rock'n'Roll-Pop-Künstler, bester Rocksänger und bester Gitarrist in Deutschland. Yeah. Und jetzt haben wir sie hier in Windheim, Leute. Jetzt aber wirklich mal da aus. Moon Day 6! Wollen wir? Ja. Ja, Pandemie war für viele Musiker, Künstler und eigentlich alle, die im weitesten Sinne in der Eventbranche zu tun haben. Und das war bei uns eben genauso. Und da habe ich meinen alten Kumpel Holger angerufen und gesagt, Holger, ich habe einen Song geschrieben, wir müssen mal ein bisschen rocken. Dann hat er gesagt, Gott sei Dank. Und das haben wir dann gemacht. Und ich bin so ganz gut auch mit eBay Kleinanzeigen und habe da geguckt, ob man vielleicht einen Bassisten findet. Und da haben wir dann auch gleich den Andi gefunden, der war so nett, seine Dienstleistung dort anzubieten. Und so sind wir zumindest erstmal zusammengekommen. Wie gesagt, jetzt heute bei dem Gig ist der Schlagzeuger nicht dabei, weil es ein bisschen unplugged, ein bisschen leiser sein sollte. Aber das Ganze hat im Kern so viel Potenzial gehabt und jeder von uns war da so Feuer und Flamme dabei, dass das so eine Eigendynamik entwickelt hat. Und deswegen gibt es jetzt eben schon ein ganzes Album. Wir haben ein Plattenlabel gefunden, wir waren im Ausland schon auf Tour und ja, jetzt wollen wir es auch wissen. Es wird nicht 5 Jahre dauern. Wir schreiben schon, also wir haben jetzt ziemlich viel schon unser aktuelles Album unter die Leute gebracht, waren schon in Spanien, in Bonn, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir fahren halt überall rum. Und wir haben schon einen Haufen neue Songs. Wir sind auch recht fleißig. Also wenn wir meinen, wir schreiben jetzt mal, haben wir eigentlich auch recht schnell was dabei. Wir werden wahrscheinlich sogar nächstes Jahr eins aufnehmen und vielleicht auch die Songs nochmal testen. Und wenn es gut ist, kommt es. Und ja, es kommt auf jeden Fall bald. Wir machen weiter, weil wir machen halt immer Musik. Das ist unser Ding. Wir können ja quasi gar nicht anders, als noch eins aufzunehmen. Ja. So, ja. Die Wahl haben wir uns schon lange selbst genommen. Ja. Ja. Also man verkauft leider heute gar nicht mehr viel. Also auf Spotify kann man streamen, da wird man nicht reich von. Wir machen das halt, um live unterwegs zu sein. Aber deswegen machen wir die ganze Geschichte eigentlich, weil wir Bock haben, auf der Bühne zu stehen. Das ist unser Ding. Und um die Songs zu haben, nehmen wir sie auch gerne auf und dann kann sie auch wer mitnehmen. Aber an sich gehört Musik auf die Bühne. Das ist ganz gut, dass wir nicht mehr so ganz unerfahren sind und natürlich diverse Kontakte haben. Das war jetzt klassisch über einen Konzertveranstalter, den wir schon aus anderen Projekten kannten. Und der
dem hat das gut in den Kram gepasst, sagen wir mal, von der Programmierung und auch vom Budget, was dann da war, dass man sowas auf die Beine stellen konnte. Und dann sind wir in Valencia gewesen, in Madrid und in Saragossa und wie heißt Barcelona. Das? Barcelona, wie konnte ich Barcelona vergessen? War echt schön heiß. Ja, und der, also falls ich mich wundert, wie geht denn das? Der Veranstalter, der örtliche, war auch so fit, dass er tatsächlich da Publikum organisieren konnte und die Interesse hatten an der deutschen Band. Das ist eine super Sache und das war wirklich ganz, ganz toll. Spanier sind echt super. War ein ganz tolles Land. Großes Lob auch an die Nur ein Band spielt in Spanien. Sehr, sehr dankbar. Also Rockmusik ist da sehr angesagt. Ne? Ja. Gerne nochmal, aber auch gerne das nächste Mal in der USA. Und Essen, super. Wir haben echt wir waren richtig geil essen jeden Tag. Tapas, Paella, das ganze Programm. Ja, bestimmt. Okay. Konnten wir das Essen vergessen, ja. Also grundsätzlich ist es natürlich der kleine Traum eines jeden. Vielleicht spreche ich da auch noch aus einer anderen Altersgruppe. Ja. Aber es ist natürlich ein Vorbild und ein Traum und ein Gedanke, den man natürlich immer mit sich trägt. Ob man das jetzt selber noch so ausleben kann, wie das vor 30, 40, 50 Jahren gewesen ist, ist halt fraglich. Ich glaube, das ist eine Angelegenheit der ganz, ganz Großen oder auch der Eltern. Man kann es ja analytisch auseinandernehmen. Also Sex haben wir schon, aber nicht innerhalb der Band. Und Drogen machen wir eigentlich auch nicht wirklich. Schon gar keine verbotenen. Genau. Und Rock'n'Roll dafür machen wir, ja. ganz viel. Ja. Alkohol ist ja eine legale Droge. Auch nicht mehr so viel, weil man da einfach nichts auf die Reihe kriegt. Ja, Alkohol ist toll, aber nicht auf der Arbeit sozusagen. Die etwas spaßbefreiende Antwort lautet, die Dosis muss halt stimmen. Alles, was wir nicht an Drugs haben, müssen wir mit Sex und Rock'n'Roll ersetzen. Ja, das ist jetzt mal die legale Antwort. So wie wir den Ostwestfalen kennengelernt haben, ist das kein geduldiger Mensch. Das wird ja von der Idee im Kopf bis zur Umsetzung so 4 Wochen. So stimmte es dann auch ungefähr. In dem Fall waren es 12 Wochen. Wir haben eine E-Mail bekommen von Jürgen, weil er einen Kontakt bekommen hat von jemandem, der uns live gesehen hat. Irgendwo in Hannover haben wir gespielt, also quasi so Heimspiel. Und dann hat er gesagt, was er hier so hat und was er so macht und so. Und hat mich hier eingeladen und ich habe mir das angeguckt und habe dann den Jungs gesagt, doch, ich glaube, das kann man machen, das ist gemütlich. Und Jürgen sagt, er kennt auch diverse Leute und das kann ein gelungener Abend werden. Ja, und das hat er auch in die Tat umgesetzt. Jetzt sind wir hier, waren wir hier und vom Kontakt her allein wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, wir haben uns einfach hier im Weser-Atelier getroffen. Der Tobias von Moonlight 6 ist hier zu uns gekommen und hat einfach beim Betreten des Weser-Ateliers gesagt, hier brauchen wir gar nicht mehr groß diskutieren, hier spielen wir. Hier ist so eine hügelige Atmosphäre, hier wird einfach Konzert gemacht. Ich lasse mir was einfallen und dann kann man hier auch gut eine Rockparty abgehen lassen. Und das hat mich so überzeugt, da habe ich gesagt, let's do it. Das Weser-Atelier ist ein Kunstatelier, in dem ich meine eigene Kunst der Öffentlichkeit vorstelle. Und ich versuche hier im ländlichen Bereich den Bürgern die Kunst nahezubringen. Ich bin selbst bildender Künstler. Ich habe an der Malerakademie in Stuttgart-Dortmund unter Professor Dr. Fenn als Prof
meine Seminare bestanden und mein Studium gemacht. Und dann habe ich im Jahre 2018 das Weser-Atelier hier einfach, ja, wie sagt man so schön, vervollständigt. Ja, da werden noch welche folgen. Wir hatten auch viele Events. Wir hatten 2020 schon welche, 2021, 2022 und jetzt, dieses Jahr ist nicht so viel gewesen, weil ich meine eigene Kunstausstellung in Cuxhaven habe und plane jetzt in Speyer eine zu machen. Aber 2024 haben wir schon das nächste Event auf jeden Fall. Da haben wir den Juri Kolbinger hier, der im Oktober im Rahmen seiner Österreich-Schweiz-Deutschland-Tournee auch ein kleines Konzert hier im Weser-Atelier geben möchte. Dazu Lyrik, Poesie und Gesang. Higher, higher, higher.
in anderen Musikerleben, sprich Ensembles, Bands, wie auch immer, haben wir schon so einiges erlebt. Und bei mir, ich bin schon so ein bisschen rumgekommen in der Welt. Das ist ganz toll. Also ich hatte so Szenen, wo ich mich wirklich so als Rockstar gefühlt habe.